Stickstoff ist ein Grundbaustein der Natur und findet sich in Luft, Wasser und Boden, in Pflanzen und Tieren und natürlich auch im Menschen. Das meiste davon ist gasförmiger, elementarer Stickstoff. Der Rest ist reaktiver Stickstoff, also Stickstoffverbindungen, die sich schnell umwandeln können. Zum Beispiel Nitrat, Ammoniak, Stickstoffoxide oder Lachgas. Durch den Menschen hat sich die jährliche Freisetzung reaktiven Stickstoffs seit Mitte des 19. Jahrhunderts verzehnfacht. Dies führt zu erheblichen Umweltproblemen und Gesundheitsrisiken. Stickstoffbelastungen entstehen bei der Energieerzeugung und in der Industrie, wenn fossile Rohstoffe wie zum Beispiel Kohle verbrannt werden, aber auch durch Abgase im Verkehr. Den größten Anteil in Deutschland hat jedoch mit mehr als 60% die Landwirtschaft. Besonders die Düngung mit Gülle und synthetischem Stickstoffdünger erhöht die Einträge in die Umwelt. Denn ein großer Teil des Stickstoffs wird nicht von den Pflanzen aufgenommen, er landet in der Atmosphäre, in Gewässern und in Böden. Zusätzlich belasten die Emissionen aus der Tierhaltung die Atmosphäre. Der Stickstoffüberschuss stört das Gleichgewicht der Ökosysteme. Stickstoffliebende Pflanzen verdrängen andere Pflanzenarten, darunter leidet die biologische Vielfalt. In Gewässern kommt es durch zu viel Stickstoff zu einem hohen Nährstoffeintrag. Diese sogenannte Eutrophierung beschleunigt das Algenwachstum. Im Boden wird der überschüssige Stickstoff als Nitrat ausgewaschen und belastet das Grundwasser, aus dem unser Trinkwasser gewonnen wird. Nitrat kann krebserzeugend wirken und ist vor allem für Säuglinge gefährlich. Deshalb muss unser Trinkwasser von vielen Wasserversorgern aufbereitet werden. Das ist aufwendig und teuer. Problematisch ist auch die erhöhte Freisetzung von Lachgas in die Atmosphäre. Lachgas ist als Treibhausgas 265 mal wirksamer als CO2 und trägt damit zum Klimawandel bei. Und Stickstoffoxide, insbesondere Stickstoffdioxid, gelangen vor allem durch Dieselmotoren in die Luft und belasten Umwelt und Gesundheit. Stickstoffdioxid kann besonders in Kombination mit Feinstaub die Atemwege sowie das Herz- und Kreislaufsystem schädigen. Die Stickstoffemissionen stammen aus verschiedenen Quellen. Dazu zählen auch wichtige Bereiche unseres Lebens wie Ernährung, Mobilität, Energienutzung. Handeln müssen wir deshalb alle gemeinsam. Die Umweltpolitik muss konsequent auf die Durchsetzung und Einhaltung von Umweltzielen achten und übergreifende Strategien entwickeln, wie die Stickstoffbelastungen gesenkt werden können. Aber auch jeder und jeder Einzelne kann etwas tun und die eigenen Stickstoffemissionen gering halten. Dazu gehört Energie sparen, erneuerbare Energien nutzen und so wenig Treibstoff wie möglich verbrauchen. Weniger Fleisch, Eier und Milchprodukte essen. Pro Kilogramm entweicht bei der Erzeugung tierischer Produkte deutlich mehr Stickstoff in die Umwelt als bei pflanzlichen. Und im eigenen Garten lassen sich Stickstoffeinträge minimieren, indem man mit stickstoffhaltigen Düngern, egal ob mineralisch oder organisch, nur wenig und gezielt düngt. Als Faustregel gilt, klimaschonendes Handeln reduziert fast immer auch die Emissionen reaktiver Stickstoffverbindungen. Und das ist gut für Mensch und Umwelt.